Jo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Serverstimmungsvideo und heute möchte ich euch mal den Server powermania.play-mc.net vorstellen. Ein sehr langer Name, ja. Und das ist ja PvP-Minigames und man kann sehr viel bauen. Auf der Version 1.8 bis 1.15, ich habe gerade die Version 1.8 und es gibt einen neuen Admin-Shop und ja, verkaufe Items. Okay. Also werden Sie mir selber gleich ansehen. Der IP ist wie unten immer, wie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da fällt mir gleich einmal auf. Das Logo passt dazu, also PM abgekürzt. Es sind coole Farben, also jetzt nicht so gemischte Farben, sondern eher Blautönen. Und da in der Mitte halt so schwarz, rot, weiß. Hintergrundmäßig eher so Blautönen. Da muss ich sagen, da gefällt mir die Schriftfarbe eher. Das passt gut dazu, das Blaue, das Rote. Das Gelbe, ja, vielleicht wollten sie da Verkauf-Items herausstechen, keine Ahnung, aber da hätten wir eher auch, ja, auch so eher so dunkelblau oder eher das andere dunkelblau gemacht und das hellblau oder so. Und aber sonst passt das einmal, also schaut ziemlich cool aus und wir schauen mal direkt auf den Server rauf. Wie gesagt, ich bin auf der Version 1.8 und dann Lord Capture. Da müssen wir den Marsch schon finden. Okay. Du hast die Capture folglich ausgeführt. Vielen Dank. Willkommen auf Powermania. Laufe einfach in einer der Portale, um den Spielmodus zu betreten. Wir wünschen dir viel Spaß auf unserem Server. Genau. Also wir haben diesmal wie bei den anderen Server nichts in der Hand. Ist auch nicht schlecht. Sondern wir müssen da einfach durch die Portale laufen. Es gibt 4 Portale, also 4 Spielmodus nehme ich jetzt einmal an. Genau, wir lesen jetzt mal, da fangen wir mal da an. Okay, was ist denn das? Coming soon, aber nur für Spiele mit Rang. Lass dich überraschen. Okay. Willkommen auf Powermania. Wir wünschen dir viel Spaß auf unserem Server. Hacking ist verboten und wird mit 8 Wochen Spielverbot bestraft. Also Leute, nicht hacken. Wie ist gerade aufgefallen, ein Scoreboard findet man dann nicht. Auch vielleicht findet man das jetzt nur bei der Lobby nicht. Schauen wir gleich. Und da, Tablist, willkommen auf Powermania, mein Name ist, also wie viele Spieler online sind und wie viel Ping. Und, oh, ist gerade ein Spieler gespawnt, Bronze, Rang hat er sogar. Und, hi. Hey. Achso, also, darfst du keine Nachricht haben. In einem ersten 30 Minuten, okay, darf vielleicht keine Nachricht schreiben. Okay, wir schauen einmal da. Also ich muss sagen, die Lobby ist sehr, sag ich jetzt mal, groß. Ist eher so ein, wie soll ich sagen, so ein Dorf, Art Dorf. Art Dorf in einem Berg drinnen, sag ich jetzt mal. Aber schaut ziemlich cool aus. Bad Wars, Hacking ist verboten und wird mit 8 Wochen Spielverbot bestraft. Teaming ist verboten und wird mit 2 Wochen Spielverbot bestraft. Trolling ist verboten und wird mit 1 Woche Spielverbot bestraft. Beleidigen ist verboten, wird mit 3 Tagen Spielverbot bestraft. Also das ist Bad Wars, da müsste man eigentlich nur dahin gehen, genau. Dann spawnt man genau Bad Wars. Okay, hier ist auch kein Scoreboard, also vielleicht haben sie überhaupt kein Scoreboard hinzugefügt. Auch kein Problem, Leute, das stört mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es euch stört oder mich nicht. Willkommen auf Powermania, du bist in der Lobby Bad Wars 1. Genau, und wir schauen uns hier mal da um. Was ich blöd finde, weil ich kann leider nicht mit ihm schreiben. Da muss man 30 Minuten abwarten. Das hätte ich eher entweder, wenn schon sein muss, auf 10 Minuten beschränkt, aber nicht auf 30 Minuten. Das ist zu lange, weil ich kann leider nicht einmal schreiben. Also falls du das Video siehst, ich tut mir leid, ich kann leider nicht schreiben mit dir. Ich bin eigentlich mache Serverstellungsvideo, aber ich kann es leider nicht schreiben. Ja, ich weiß hier, aber... Aber komm mal runter! Komm runter! Solo. Okay, hier gibt's einfach... Okay. Warte schnell, okay. Hilf uns, um Probleme bei Support auf unseren Anti-Cheat zu verhindern. Und hilf uns, indem du Videoaufnahmen und nach möglichen Minecraft-Log bereitstellst. Wenn du Hacker siehst, das hilft beim Kampf gegen die Hacker und gibt keinerlei persönliche Informationen an uns weiter. Danke voraus. Du weißt nicht, wo du Minecraft-Log finden kannst oder Videoaufnahme machen kannst. Einfach Discord, okay. Also Solo, das sind alle Solo. Wie viele Server haben sie? Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 Solo. Solo. Netzwerke. Keine Ahnung, wie man das jetzt heißt. Okay.
Ja, ich will, möchte wirklich gerne spielen mit dir, wirklich, aber ich kann gerade nicht. Wirklich. Da gibt es Team Bedwars. Da kann man teamen. 1, 2, 3, 3. Okay, also es gibt es bei Bedwars Arten Solo und Team. Auch ziemlich, ziemlich cool. Und hier sind wir gespawnt. Hier gibt es mehrere Inseln. Okay. Sind das. Das ist, wird wahrscheinlich Jump and Run sein. Wie geht's einmal? Okay, Spawn. Okay, Slash Spawn ist da. Okay, also Bedwars gibt es Solo und Team. Dann das nächste ist, wir brauchen euer Feedback. Wenn irgendetwas sein sollte, egal ob Bugs oder Lags, meldet sich bitte Verbesserungsvorschläge. Okay. Er ist jetzt hier raus. Entschuldigung, aber ich kann leider nicht. Okay, neue Eröffnung. 1 vs 1. Second, ja, selber wieder. 1 vs 1. Schauen wir uns mal die Lobby an. 1 vs 1 und Cube Runner. Okay. Wir schauen. Also, ich muss sagen, die Lobbys sind vom Farben her leicht gehalten. Also, ihr seht grün-grün. Vor allem war rot, dann gibt es glaube ich noch blau. Also das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und wir schauen uns mal da an. Also es ist eher so wie so ein, wie sagt man dazu, so ein Hotel mit einem Innenhof oder so. Schaut wirklich sehr cool aus. Wirklich. Okay. Und da gibt es jetzt einmal 1 vs 1. Da gibt es aber da, was ist da vorne? Permanentes Weglaufen kann bestraft werden. Einfach ein Video aufnehmen und in den Support schicken. Dann wird der User für 10 Tage abgebannt. Okay, 10 Tage gebannt für permanentes Weglaufen. Okay. Okay, da gibt es, ja, da gibt es also 1 vs 1, da gibt es sehr viele Warteschlangen. Also kann man gleich betreten. Aber was, $50? Ich glaube, das kostet $50 und Gewinner bekommt noch $100, kann das sein. 150 und das ist gratis. Kann schon so sein, dass sie es so gemacht haben. Also das sind die Legends, Normal, Prime. Ist das die Ränge oder One-Hit, Stirb, Epio. Okay, also da gibt es, muss ich sagen, mehrere Features, aber da haben es glaube ich, entweder ich bin zu dumm jetzt gerade, dass ich das check, oder die haben, die sollten das einmal beschriften, was das alles zu bedeuten hat. Egal. Und das ist Cube Runner. Cube Runner ist das eigentlich. Achso, wahrscheinlich so, wo man laufen muss. Ja, ich kann mir glaube ich schon vorstellen, was das ist. Okay, also das ist 1-1 und Cube Runner. Achso, wenn man durchs Portal wieder geht, kommt man wieder her. Okay, das ist ja cool. Gut, rot waren wir jetzt. Grün waren wir jetzt. Oder gelb, was ist das? Warte, wo war das jetzt? Okay, gelb war es ja. Oder grün, ja. Gut, warte. Strafen für Härtefälle. Wir dulden hier keine Rassismus, Diskriminierung, Drohungen, Beleidigungen, Nazis und bestrafen ein solches Verhalten mit langen Spielverboten. Bitte haltet euch an die Regeln und geht allen vernünftig miteinander um. Richtig, das ist ein sehr guter Punkt. Richtig. Jeder spielt Minecraft, um Spaß zu haben. Nein, doch. Genau. Okay, das ist jetzt rein Cube Runner. Könnten wir uns trotzdem mal anschauen. Ich hoffe, das ist jetzt ähnlich. Achso, das... Okay, haben wir schon gedacht, das ist grün. Okay. Achso, okay, ich musste jetzt ein bisschen warten. Okay, hoppla, ich hab das jetzt verkehrt. Okay, ja, das ist grün und gelb, das habe ich jetzt vertauscht, sorry. Aber sonst, also ich muss sagen, die Lobby schaut wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Und wie gesagt, das ist sehr mit den Farben sehr einfach gehalten, so weiß-grün, ja. Aber, ja, jetzt geht's. Also. Oder sie vielleicht, weil ich war ja da, ich habe das vorhin gelesen. Genau, oder sie vielleicht dasselbe, es kann sein, dass es vielleicht dasselbe ist. Ist ja wurscht. Und Hacking ist verboten und jetzt lila war man noch nicht, genau. Aktuelle News, 4 neue Bedwars Maps, neue Kisteninhalte, Casino Münzen, Coins, also Casino gibt es auch Leute. Neue kraftbare Items, Community Event, Phase beginnt. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um. Hardcore, Hacking ist verboten. Ja, das ist selber. Citybuild! Ja. Jeder hat sich darauf gewartet, Leute. Citybuild. Also, es gibt Buy-Using slash Dupen ist verboten. Oder Bug-Using, Entschuldigung, Bug-Using. Wird mit bis zu permanenten Spielverbot bestraft. Betrug ist verboten, wird mit 2 Wochen Spielverbot bestraft. Echtgeldhandel ist verboten, wird mit 1 Jahr Spielverbot bestraft. Oh mein Gott. Beleidigen ist verboten und wir werden mit 3 Tagen Spielverbot bestraft. Okay, ja, das ist okay.
Kann man mal machen, aber bei echtem Handel, ja, sicher ist es vielleicht verboten, aber das können ja sie jetzt nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Freunde spielen und... Langweilig! Okay, man spawnt mal hier auf ein Glowstone. Okay, was steht denn, du benötigst Hilfe, probier doch mal /Support aus Supporter helfen. Okay. Da gibst du Farmwelt und zum Nether. Okay. Das ist Farmwelt, das ist Nether. Und dann ist da einmal. Okay, okay. Also ist sehr groß, also das der Respekt an die Baldos. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Ich schau mal, ob das geht. Piotto. Okay. Oh mein Gott. Warte, das ist jetzt ein Monster. Hä? Gibt's da Monster oder war das jetzt ein Effekt? Aha. Keine Ahnung, was das war. Okay, der hat auch schon jemand gebaut. Gibt's da Monster oder was war das jetzt? Also Kisten? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Egal. Also Citybuild, ja, da hier schon in jedem Video, brauche ich nicht erklären, jeder kennt Citybuild. Da gibt es /Swaps, gibt es Admin Shop, Case, Farmwelt, Money, Nether, Spawn und Turmspringen. Was ist Turmspringen? Turmspringen. Turm. Springen, muss man auf groß und klein Schreibung auch achten, oder was? Okay. Turm. Ach so, ich bin. Na, wirklich. Wop, Turm, Springen. Einfach springen, Fallschaden ist deaktiviert. Okay. Spring in das Loch. Oh mein Gott. Und in welches Loch? Okay, okay. Oh, oh. Aber ist ein sehr cooler Feature, also da kann man auch ein bisschen Spaß haben. Ich brenne, Hilfe, Hilfe. Ah, so. Okay, ja Leute, das war's einmal eigentlich mit dem Server. Also ich muss sagen, da hat sehr viele Features und Minigames und auch Citybuild. Citybuild, glaube ich, hat heutzutage fast jeder Server schon, weil es einfach sehr cooler Spielmodi ist. Und da würde ich sagen, schreibt mal, falls irgendwer einen Server hat oder irgendwer einen Server kennt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like für mehr Leute und einfach für 2 Sekunden, nicht mal eine Sekunde, na, sagen wir mal nicht mal eine Sekunde, geht einfach drum, das Video auf Abonnieren-Button. Das ist gratis, Leute. Wie gesagt, das dauert nur eine Sekunde, dass ihr mir, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns morgen oder vielleicht heute noch zu meinem 9. Video. Ciao.